Ja, hallo, Michael Kotz, Witterungskunde und immer willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Wie verdiene ich mein Geld für die erste Million? Das ist unser Thema heute und wir schauen uns dafür das Video an von Thomas, der Sparkoyote. Seine erste Million, ich glaube, der ist schon echt auf großen Schritten da Richtung erste Million. Umso geiler ist es halt. Das Video ist ganz neu rausgekommen, erst 137 Aufrufe, aber wie gesagt, es ist auch erst ein paar Minuten online und ich dachte, hey komm, der Weg zur ersten Million. Ein Vorwort, bevor wir jetzt hier anfangen und starten. Oh, ich muss das jetzt hier kurz ausmachen. Ich habe aus Versehen gestartet. Bevor wir jetzt hier starten, wenn dir jemand erzählt, du wirst Milliardär, Millionär an einem Wochenende. Du verdienst an einem Wochenende ohne Vorkenntnisse 20.000 Euro oder so. Renn weg, renn weg. Kannst du 20.000 Euro verdienen? Ja, super geil mit Affiliate-Marketing und so. Aber sowas aufzubauen dauert Monate oder Jahre. Und die haben meistens eine Reichweite über Jahre. Ich verdiene auch richtig viel Geld mit Affiliate-Marketing. Ich mache das aber schon seit 5 Jahren, ja. Bis hin zu Rolex Ice Out. Aber im ersten Jahr war ich froh, dass ich davon leben konnte. Und es war sehr, sehr geil. Und dann weiter optimiert und so. Aber Millionär in 3 Wochen oder so, renn weg. Renn weg. Das geht nicht. Okay, umso wichtiger ist es jetzt, dass wir uns das jetzt hier anschauen, wie steinig sein Weg ist, wie viele Einnahmequellen er hat und, und. Also ganz, ganz wichtig. Also auch wenn du so ein Webinar siehst, hey, ich zeig dir eine einfache Strategie mit 70.000 Euro an 2 Tagen. Ja, das ist möglich, aber du brauchst eine Reichweite. Das dauert ein bisschen länger, das dauert nicht nur 2 Tage. Hm? Du hast eine Reichweite aufgebaut. Jeder Online-Marketer da draußen, der seit 5 Jahren am Markt ist oder so, schafft das sicherlich. Aber nicht ohne Vorkenntnisse und dann am ersten Tag. Und die Einnahmen, meine Einnahmen waren auch 2016 2.000 Euro im Monat. Ne? Anfang 2016, ein bisschen weniger, Mitte 2016 Richtung 2.000 Euro im Monat. Das ist schon richtig cool. Also nochmal mein Statement dazu. Wir schauen uns das jetzt an. Tada! Hallo meine Lieben, ich bin der Thomas, aka Sparkoyote. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie ich mein Geld verdiene, weil sehr viele Leute neu dazugekommen sind in die Finanzguru-Community und da manchmal auch ein Fragezeichen herrscht, so hey, wie verdient eigentlich der Thomas Geld, woher bekommt er das Geld zum Investieren? Und ich möchte heute einfach grob über meine... Ja genau, woher bekommt er das? Von Papi? Das sind auch immer diese Vorurteile. Also der ist ein junger Typ. Aber heutzutage, du kannst es schaffen, als Junger gut Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen. Und ich kenne da auch viele, die mit 19 schon Millionär geworden sind. Die haben teilweise mit 15 angefangen, so wie er hier mit Pokémon-Karten oder so. Oder wenn du mit 15 einen YouTube-Kanal gestartet hast und hast dann mit 18 oder so 1 Million Fans da draußen, sind doch total viele. Dann kann das auch sein, dass du dann halt echt schon richtig viel Geld verdient hast. Und dann kannst du dir ein Lambo leisten. Und, aber das sind 3 Jahre Arbeit, 4 Jahre Arbeit. Vielleicht gehypt, vielleicht gepusht von jemand anders noch. Natürlich auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also zum Beispiel Facebook-Ads. Das war vor 4, 5 Jahren ein ganz anderes Thema. Facebook-Ads vor 4, 5 Jahren, das war Goldgräberstimmung. Du konntest für jeden Facebook-Ads schalten. Die haben alles genehmigt. Die Klicks haben nur wenige Cents gekostet und so. Und heute kostet das Tausendfache und du kriegst die Anzeige gar nicht genehmigt. Gefühlt das Tausendfache manchmal für ein Lead. Das war vor 5 Jahren anders. Also du kannst das nicht, wenn jemand sagt, boah, ja, hier vor 5 Jahren habe ich das so schnell geschafft. Ja, das stimmt. Am Anfang jetzt hier TikTok. Du kannst total schnell einen Account aufbauen. Instagram vor 4, 5 Jahren. Ja, klar, hast du ein Business mit Business-Sprüche gemacht oder so, hattest du ruckzuck 80.000 Abonnenten oder so. Reale. Wenn du aber jetzt der 498.000. Business-Kanal bist mit Business-Sprüchen oder so, wird es ein bisschen schwieriger. Einkommensquellen sprechen, wie die zustande kommen und wie ich tatsächlich mein Geld verdiene jeden Monat. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, den Kanal hier abonniert und die Glocke betätigt und gerne auch den Daumen nach oben da lässt. Das hilft mir diesem Kanal ungemein. Aber legen wir direkt los. Ich möchte das ganze Video in 5 verschiedene Bereiche gliedern, wo ich über jede Einkommensquelle etwas darüber erzähle, wie das funktioniert und wie sich das vielleicht über die Jahre aufgebaut hat. Zum einen möchte ich anfangen mit dem Online-Shop. Ich betreibe einen Online-Shop,
wo ich Pokémon-Spielkarten und Yu-Gi-Oh!-Spielkarten und andere Kartenspiele Das ist so cool. kaufe. Und das ist natürlich einer meiner Einkommensquellen. Das Ganze läuft als Unternehmen in einer AG, wo ich natürlich in dem Kontext. Okay, ich weiß, er ist Schweizer. Da ist, glaube ich, eine AG ein bisschen günstiger zu, aber er ist trotzdem heftig, weil eine GmbH, eine UG und so sind nochmal ein bisschen andere Kosten, wie ein Einzelunternehmer und so. Also einfach mal ein Gewerbe anmelden ist nochmal was anderes wie eine GmbH. Und das lohnt sich eigentlich erst, wenn du gute Umsätze machst oder Gewinne oder eine Holding hast oder so. Aber so für die meisten reicht ein Einzelunternehmen bei 2.000 € im Monat oder so. Sehr lustig. Oder auch sehr stark in seinen jungen Jahren. Ne? Also ja, der muss ja schon ein bisschen was Umsatz machen, sonst lohnt sich dieser Kostenapparat meistens nicht. Einfach Unternehmer bin und mir das Unternehmen gehört. Ja. Das heißt, ich verdiene schon mal in erster Linie Geld über einen Online-Shop, ein E-Commerce-Business. Ich mache kein Dropshipping oder so, keineswegs. Ach, noch eins, weil dann wird höchstwahrscheinlich kommen wieder die Fragen und so jemand, der vom Business nicht so viel Ahnung hast. Du kannst auch als Einzelunternehmer 1 Million Umsatz machen im Jahr oder im Monat oder so. Ne? Du musst nicht unbedingt eine GmbH gründen. Da musst du dich echt reinfuchsen, ab wann es sich lohnt, auch so eine GmbH oder sofort eine GmbH oder eine Holding. Natürlich, wenn du das Unternehmen mal verkaufen willst, ist dann so eine Holdingstruktur meistens cool. Du hast deine Muttergesellschaft, du hast die Firma und verkaufst die Firma, dann kannst du das teilweise steuerfrei verkaufen, je nachdem. Ja? Ohne Rechtssicherheit, aber die Steuern sind dann nochmal was ganz anderes, so Unternehmensbeteiligungen oder so, wie wenn du das als Privatperson, die GmbH, verkaufst. Ne, dein privater Steuersatz. Also da musst du dich echt so, was deine Ziele in 1, 2, 5 Jahre sind und die Vision hinter. Ne? Aber es kann genauso gut als Einzelunternehmen klappen, 1 Million zu machen oder so. Du musst nicht unbedingt eine GmbH machen. Weil es wird immer wieder Wir gefragt. versenden die Ware selber, wir kaufen die Ware an, wir versenden sie und liefern die dem Kunden über halt ja, Paket oder Briefpost, je nachdem, was da bestellt wird. Und das ist ein klassisches E-Commerce-Business, wie zum Beispiel jeder x-beliebige Online-Shop, den ihr euch so vorstellen könnt. Im Online-Shop verdiene ich also auch entsprechend Geld über ganz normal das klassische Unternehmertum. Wie hat sich das damals aufgebaut? Ich bin schon ein kleiner Junge an Trading Cards interessiert. Das ist mein Hobby. Ich sammle sehr gerne Trading Cards. Ich spiele auch Trading Cards, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, vor allem Yu-Gi-Oh! Und das ist so wirklich meine oder ein Hätte ich vor Jahren nicht gedacht, dass das so ein Thema ist. der meiner Leidenschaften, die ich schon als kleiner Junge hatte. Ich habe mit unter anderem die ersten, ich sag mal, englischen Sätze gelernt zu lesen, auch auf Spielkarten. Habe damals schon mit Spielkarten gespielt, bevor ich lesen konnte, als kleiner Junge. Nein. Also das ist wirklich verankert, so. Hobby zum Beruf, wie geil ist das denn? Jetzt sind wir noch nicht zum Beruf, sondern zum Business. Zum Business. Ist das cool? Ich feiere das. In meinen Hobbys, das, was ich gerne mache, und daraus ist halt über die Jahre hinweg, ich habe angefangen auf Plattformen wie eBay zuerst zu starten, zu resellen und dann mit der Zeit mich da hochgearbeitet, dann irgendwann den eigenen Online-Shop und mittlerweile ist es halt so, wie es ist, ein relativ, ich sage jetzt mal, ein Unternehmen, was ich daraus halt auch aufbauen konnte über diese Jahre hinweg. Das ist jetzt im Prinzip jetzt bald ein Jahrzehnt, wo dieses Projekt am Laufen ist und das ist einer meiner Einkommensquellen. Die weitere Einkommensquelle, eine weitere Einkommensquelle sind natürlich dieser YouTube-Kanal, der gleichnamige Blog sparkoyote.ch und alles, was drumherum ist. Das Ganze läuft auch wiederum über eine weitere Firma, die auch wieder mir komplett gehört. Das ist das. Auch als Firma, auch cool. Würde mich echt dann interessieren, ob er dann wirklich so einen Holding-Charakter hat. So eine Firma, die dann halt die anderen Firmen besitzt oder so. Das wäre cool. Ja, also das ist so High-End dann irgendwann mal. Ne? Vielleicht sogar dann Beteiligung in verschiedenen Ländern oder so. Und die Holding dann vielleicht in England, die Muttergesellschaft und die Tochter. Je nachdem. Also, wie gesagt, es kommt ja echt darauf an, wo du den Umsatz machst. Was du für Produkte verkaufst, digitale Güter ist vielleicht ein bisschen einfacher, wie dann halt irgendwelche Sachen. Ich kenne das aber auch, eine coole Sache, gehört jetzt nicht ganz dazu, aber ich kenne jemanden, der hat das auch über Hongkong. Der holt sich Ware aus China und hat erstmal die Firma in Hongkong, die kauft das ein, dann verkauft die Firma das in Hongkong weiter an die deutsche GmbH und so. Ja, da kann man sehr viel machen.
Und ein Teil der Gewinne bleibt natürlich in Hongkong und die Firma wächst da auch. Und ja, also kannst du coole Sachen machen und ja. Also schon die zweite Firma und auch hier verdiene ich wieder Geld. Und hier ist es vielleicht auch etwas komplexer in dem Kontext, dass man das nicht mehr als, also ich kaufe nicht einfach Ware und verkaufe sie weiter, sondern hier verdiene ich zum Beispiel Geld durch Google AdSense. Also sprich Werbung, die zum Beispiel in so einem Video hier durchgespielt wird. Ja? Oder durch zum Beispiel Affiliate-Links in der Videobeschreibung zum Beispiel oder auf dem Blog. Oder zum Beispiel durch Kooperationen, die ich mit Firmen mache, wo ich denke, wo es halt passt und ich selber sehr zufriedener Kunde von deren Produkt oder Dienstleistung bin. Ja. Das sind alles Möglichkeiten, wie man damit dann auch Geld verdienen kann. Ich sehe es nichts anderes als eine Art Medienfirma, vielleicht, wenn man das so anschauen kann. Also die Firma Der, die Sparkojote Management GmbH. heißt auch Kovac Media GmbH und da verdiene ich dann halt auch damit Geld. Das ist also das zweite Unternehmen, mit dem ich tatsächlich mein Geld verdiene, meine Brötchen verdiene und dadurch dann auch mir ein Gehalt auszahlen wiederum kann, mit dem ich dann privat Dinge erledigen kann oder meine privaten Kosten decken kann oder auch meine Investments in meinem Aktienportfolio machen kann. Ne? Das heißt, das ist auch eine meiner Hauptquellen, also schon das zweite Unternehmen. Des Weiteren gibt es auch sowas wie Projekte, die ich zusammen mit anderen Leuten mache, zum Beispiel mit dem lieben Christian, das Auswanderungsprojekt. Da hat er sich ja selbstständig gemacht, respektive ist ab dem 1. März dann selbstständig mit dem Projekt unterwegs, wo ich natürlich mit ihm gemeinsam das Projekt auch mache. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, das ist wie so eine Art Partnerschaft in dem Kontext, was Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr nice. er halt mit dem Auswanderlux-Blog, Auswanderlux-YouTube-Kanal und so weiter macht. Ja. Dadurch kann ich Einkommen zum Beispiel generieren. Und Der Wanderkojote sozusagen. Wäre das nicht, lieber Thomas, der Wanderkojote? Das wäre doch echt. oder auch andere Projekte, die ich einfach so nebenbei, so, ich sag mal, auf kleinerem Niveau mache, zum Beispiel Spielkojote, da gibt es den YouTube-Kanal, den gleichnamigen Patreon und Co. Da. Der macht ganz schön viel. Ne? Also das ist schon ein richtiger Unternehmer. Also das ist nicht mehr so, hey, digitaler Nomade und man reist rum und hat so ein paar Affiliate-Sachen und so und sagt, hey, cool, ein paar tausend Euro reichen mir. Boah, das ist schon cool, was er macht. Kann ich auch mit Geld verdienen, also auch mit dem YouTube-Kanal. Das ist dann auch wieder ähnlich so wie jetzt der Sparkojote-YouTube-Kanal. Und auch da kommt Geld rein, was ich dann verwenden kann auf selbstständiger Basis ist dann tatsächlich sogar. Das ist dann nicht, das ist zwar schon ein Unternehmen, aber dann nicht sowas wie eine AG oder eine GmbH, wie es jetzt beim Online-Shop oder der GmbH der Fall ist. Das sind dann auch wiederum Einkommensquellen. Und die letzte Einkommensquelle, die wahrscheinlich auch in meinen Augen die mitunter crazyste Einkommensquelle ist, sind Dividenden und Zinsen. Boah, unfassbar. Bist du in meiner Telegram-Gruppe? Der Link ist in der Beschreibung. Das ist, du kaufst Aktien, du hast die Möglichkeit, dass es eine Wertsteigerung gibt und du bekommst einfach Dividenden. Und bekommst da 60 Euro her, da 60 Euro oder so, teilweise sogar im Quartal von amerikanischen Firmen. Es ist mega cool. Ja. Für das Jahr 2020 habe ich rund 6.000 Schweizer Franken an Dividenden und Zinsen erhalten, Cool, oder? netto nach Steuern. Bedeutet also, ich habe jeden Monat im Jahr 2020 durchschnittlich 500 Franken pro Monat verdient durch Dividenden und Zinsen. Und das ist Einkommen, bei dem ich mich nicht aktiv darum kümmern musste, sondern das ist einfach reingekommen. Trotz der gesamten Dividendenkürzungen oder teilweise Streichungen, die es im Jahr 2020 gab, trotz. Stell dir mal vor, dann hätte er vielleicht 10.000 gehabt oder so. Ja, wenn keine Krise da gewesen wäre. Sind noch 6.000 Franken an Zinsen und Dividenden, das ist unglaublich. Ja. Hätte es diese ganzen Kürzungen und Streichungen nicht gegeben, hätte ich sogar fast mit 8.000 Schweizer Franken gerechnet. Aber da sieht man, wenn eine Krise kommt, muss man oder kann man halt nicht mit dem rechnen, was man halt ja, sich vorgenommen oder vorgestellt hat. Ja. Ja.
Und all diese Einkommensquellen bilden aktuell mein Einkommen. Und dieses Einkommen, ich beklage mich da nicht, das ist ordentlich, ich verdiene da genug Geld und die Unternehmen, die ich aufbaue, wachsen weiter und auch die Projekte, an denen ich mich beteilige, wachsen auch immer weiter. Und das heißt dann auch unter Umständen, dass über die Jahrzehnte hinweg auch das Einkommen weiter wachsen kann. Und ich möchte damit nur sagen, dass ich das nicht irgendwie über Nacht aufgebaut habe. Ja? All diese Einkommensquellen, der Online-Shop, das ist ein Projekt, das jetzt dann bald 10 Jahre läuft. Der Blog, YouTube-Kanal Sparkoyote, das ist ein Projekt, das jetzt dann 5 Jahre läuft. Merkst du etwas, was ich am Anfang gesagt habe? 5 Jahre. Er macht es 5 Jahre. Also auch die Dividenden und so. 5 Jahre läuft der Blog. Also ich weiß nicht, was er insgesamt macht. Er ist sehr jung oder so, aber er hat früh angefangen. Und seine Einnahmen kannst du jetzt nicht mit dir vergleichen, der heute vielleicht anfängt und dass du dann halt diese Einnahmen in einem Monat hast oder so. Er macht das 5 Jahre, diesen Blog. Aber es lohnt sich einfach durchzustarten. Ja, stell dir mal vor, wo er in den nächsten 5 Jahren ist. Projekt Auswanderlux läuft auch schon mit alles, was wir im Backend gemacht haben, jetzt dann auch bald 2 Jahre. Ja? Spielkoyote läuft jetzt auch seit jetzt bald einem guten Jahr. Okay? Dividenden und Zinsen läuft schon seit 2014, 2015. Damals, als ich da gestartet Auch cool. Also mega. habe, also jetzt auch so 6 Jahre auf jeden Fall. Und ich will damit einfach nur sagen, dass es Zeit dauert. Und dass mit der Zeit dann auch immer mehr Einkommensquellen kommen können, die durchaus lukrativ sind. Ich hätte mir vor 5 Jahren oder von mir aus, wo ich 18 gewesen bin, vor 6 Jahren, als ich 18 geworden bin und noch in der Lehre gewesen bin, als ich da noch die Schulbank gedrückt habe, 2 Tage die Woche und 3 Tage die Woche im Betrieb gearbeitet habe in der Lehre, hätte ich mir niemals ausmalen können, dass ich mit 24 eine AG besitze, eine GmbH besitze, weitere Projekte nebenbei besitze und Dividenden und Zinsen als Einkommensquelle habe, die doch schon alle zusammen signifikanten Summen ergeben. Ja, hätte ich mir niemals ausmalen können. Aber ich habe gewusst, man muss sich das langsam und stetig aufbauen über die Jahre hinweg. Und wenn ich Sehr cool. Das Mindset stimmt auf jeden Fall. Ich feier den. jetzt so zurückschaue, weiß ich ganz genau, dass all die Dinge, die ich vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 4 Jahren, vor 2 Jahren gemacht habe, alle an diesen Punkt jetzt geführt haben. Und wenn ich weiter so wie bisher voranschreite, dass ich dann in weiteren 5 Jahren auch nochmal denke, wow, krass, ich bin jetzt 29, ich hätte niemals gedacht mit 24, dass ich da bin, wo ich jetzt 29 bin, weil der Mensch das nur sehr, 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 sehr schwer sich vorstellen kann, was da so tatsächlich in der Realität passiert, wenn er halt entsprechend da auch langfristig dran bleibt. Ja. Also ich möchte hier vielleicht auch nochmal eine Zahl droppen, um nicht, ich wiederhole, ich. Ui, er droppt eine Zahl. Ich bin mal gespannt, was droppt er jetzt? Oh. Ich möchte hier nicht irgendwie einen Schwanzvergleich machen. Ich möchte hier auch nicht irgendwie als überheblich rüberkommen, sondern ich möchte damit auch nur sagen, ich stehe jetzt kurz vor der ersten Million und bin noch nicht mal 25. Heftig, kurz vor der ersten Million. Okay, an Vermögen, ne? Nicht Umsatz oder so. Wir reden jetzt hier immer noch von Vermögen. Bäm, ist eine Hausnummer. Und Also wenn er mit 25 die erste Million knackt, dann kannst du davon ausgehen, dass der, wenn er in diesem Tempo weiterhasselt, mit 50 100 hat. Weil die Dividenden, die Zinseszinsdinger, ja. ich hätte mir das nie, und das muss ich euch ehrlich sagen, ich hätte das nie gedacht, dass, also, du hättest mir vor 4 Jahren, als ich sozusagen die Lehre abgeschlossen habe, du hättest mir sagen können, hey Thomas, mit spätestens 25 bist du Millionär. Dann hätte ich so gedacht, sag mal, Hapatz, bist du eigentlich voll lost? Also, da müsste ich ja so Bist du voll? Der war gut. Der war gut. viel verdienen, das geht doch gar nicht. Ganz ehrlich, ich hatte dieses gleiche Problem. Ich hatte am Anfang, wo ich noch Flaschen gesammelt habe, hatte ich dieses Problem, dass ich das mit dem im Internet Geld verdienen und so, dass es halt immer mehr wird und so und auch Richtung passiv irgendwann mal geht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und deshalb musste ich mir das schön rechnen, dass das 40 Euro am Tag. 40 Euro am Tag war das und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich 10 Domains, 10 Nischenseiten, dann ist das am Tag nur noch 4 Euro pro Webseite.
Und 4 Euro pro Webseite dachte ich mir, okay, die verdienen 24 Stunden Geld oder so rein theoretisch. Das ist dann schon wieder realistisch oder so. Dann warum 40 Euro? Dann kommst du auf 1200 Euro im Monat. Das war, ja. Und da musste ich mir echt schön rechnen, weil ich das einfach nicht vorstellen konnte. Und wo ich jetzt bin, es ist unfassbar. Das selbst vor 2 Jahren, hättest du mir das Ende 2015 gesagt, wo ich vor 2 Jahren stand, hätte ich gesagt, du bist bescheuert. Geht doch gar nicht. Und dann war das nächste Jahr war gut und 2020 war das beste Jahr ever. Da kannst du dir vorstellen, ja, ich stand auf der Bühne, schon vor hunderten Leuten habe ich gesprochen, obwohl ich vor der Schulklasse früher nicht sprechen konnte und so. Und. Geil. Und trotzdem ist die Realität jetzt was anderes und ich stehe sehr kurz vor der ersten Million. Also es fehlt nicht mehr viel. Es fehlen noch, was sind es, 100, 185.000 oder so. Okay, ist natürlich für einen Normalsterblichen ist das echt, aber die Dividenden, die Aktien boomen und vielleicht hat er noch ein paar Bitcoins oder so, dass er das ruckzuck mal schaffen kann. Also wir sind bei 815.000 so plus minus aktuell. Und das ist einfach unglaublich. Ja? Das ist einfach unglaublich. Und ich will euch da auch jetzt nicht einen Kurs verkaufen. Ich will euch ja jetzt auch nicht. Apropos Kurs verkaufen. Hey, das müssen wir jetzt machen. Du willst Affiliate-Marketing lernen, ich muss dir einen Kurs verkaufen. Mein Jetset-Affiliate-System, wo ich dir mein Wissen weitergebe, wie ich es geschafft habe, mit Affiliate-Marketing Geld zu verdienen. Also ganz auf jeden Fall so, ich muss dir das einfach verkaufen, weil du willst ja auch erfolgreich werden. Also check das einfach mal ab, oder? Ja. Jetset-Affiliate-System. Wenn ich irgendwie sage, ich habe den Kurs gemacht und darum habe ich jetzt so viel Geld verdient, sondern ich will damit einfach sagen, es braucht seine Zeit, es braucht viel Arbeit und wenn ihr irgendwelche. Mal gucken, ob er Affiliate-Marketing macht unter den Videos und was da sind. Vielleicht kann ich Ihnen ja noch ein bisschen was. Guck mal. Ja, okay. Aktiendepot-Eröffnung, Affiliate-Marketing-Link. Yeah, sehr geil hier. Ne? Okay. Hier auch nochmal ein Link. Kontoeröffnung. Nächster Affiliate-Marketing-Link. Ja, okay, das ist sein Blog, sein Webshop. Okay, Reselling-Kanal, I don't know. Trading Cards, okay. Affiliate-Link, 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 Affiliate-Link. Ja, okay, also ist der da mit Affiliate-Marketing. Also bei 17.000 Abonnenten, da muss der schon gut Geld machen mit Affiliate-Marketing. Also, okay. Das wissen wollt, findet ihr das in meinen Augen persönlich gesehen, alles in Büchern, alles im Internet, kostenlos in YouTube. Naja, in Büchern nicht. Also, die Bücher sind einfach meistens zu alt. Ganz ehrlich, lass die Bücher teilweise weg. Ne? Grundsubstanzen, Verkauf oder Werbetexten oder du kannst aus Büchern entnehmen oder so. Aber direkte Strategien, Online-Marketing, ein TikTok-Buch oder so, ein Twitch-Buch oder so, das ändert sich einfach zu schnell alles. Nee, da ist ein Videokurs schon cooler. Bei anderen Sachen, du kriegst natürlich kostenlosen Content, genug kostenlosen Content. Du kannst dir das auch über Monate hinweg zusammenarbeiten und testen. Bei kostenlosen Content ist es manchmal so, es wird Bullshit erzählt. Ne? Hatte ich auch. Ich habe so viel Geld verloren, weil ich halt das gemacht habe, wie es dort erklärt wurde in Videos und so auch 2015, 2016 schon. Und dann habe ich dann die Lösung gefunden, wie man das richtig macht. Zum Beispiel, früher hieß es, ja, du musst so einen Link immer kürzen, so einen Affiliate-Link. Und das ist Bullshit. Ja, man kann das machen. Er macht das zum Beispiel über seine eigene Domain. Das ist sehr, sehr cool. Bitly-Links sind einfach schlecht. Und ich habe dann auch Amazon und eBay Affiliate-Links mit Bitly gekürzt und so. Und ich habe da schon mein Geld verdient oder so. Und die Leute klicken da aber auch so ungern drauf. Und dann war ich halt in Südfrankreich, hatte echt so ein bisschen Lust am Strand zu gehen und habe dann einfach gesagt, boah, heute kürze ich die alle nicht, ich poste die einfach so. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich das 5- bis 10-fache an Umsatz hatte, weil ich die Links nicht gekürzt habe und so. Aber es hieß überall, du musst die Links kürzen. Ja, du kannst viele Links kürzen und aber auch nicht unbedingt mit Bitly und. Du musst gucken, wo die Zielgruppe ist und was das für Links sind. Also es ist nicht immer so. Und das musste ich dann auch herausfinden und so. Und ich hätte noch viel mehr Geld in 2016 verdient, weil das ist erst Mitte, ich weiß jetzt gar nicht, war das im Mai oder Juni 2016 ist mir das erst aufgefallen. Und danach habe ich noch mehr Geld verdient. Also, das sind alles diese Fehler, die du dann halt bei Gratis-Content, wenn dich keiner coacht und erzählt dir, wie er das macht,
Da hast du das so. Und ich weiß auch nicht, im Affiliate-Marketing, es gibt ja kaum Affiliate-Marketing-Coaches da draußen, die auch wirklich Affiliate-Marketing-Projekte haben. Lass dir doch mal ein paar Projekte zeigen oder so. Ich zeige ja hier ab und zu mal ein paar Projekte und so. Ich schenke dir sogar im 8-Wochen-Programm 2 Projekte von mir, die ich umgesetzt habe. Schreib mich da einfach auf Instagram an, aber ich teste das alles. Ich teste das alles und das ist ja der Vorteil. Ja, und deshalb weiß ich auch, was da Bullshit ist draußen. YouTube-Videos, so wie in diesem hier, ihr müsst da keinen einzigen Cent dafür bezahlen. Das Geld, was ich dafür bezahlt habe, um dieses Wissen zu erlangen und das dann umzusetzen und zu machen, um meine erste Million jetzt dann hoffentlich bald zu erreichen und die ganzen Projekte, die mir Spaß machen, aufzubauen, habe ich alle durch YouTube gelernt, durch Bücher lesen. Okay, Bücher kosten, YouTube kostet auch. Ich habe YouTube Premium, aber wer kostenlos, wenn man halt Werbung sieht, durch Blogs lesen, durch mit einfach Leuten sprechen, die auch ähnliche Dinge gemacht haben, sei das jetzt mit irgendwie Kolja sprechen, mit anderen YouTubern. Da musst du erstmal dran kommen an die Leute, ne? Das ist vielleicht ein Haken. Also, ey, ich muss erstmal suchen, jemanden, mit dem ich mich noch austauschen kann da draußen. Also wenn ich die ganzen Faker rausnehme, dann sind da nicht mehr viele. Und ein Teil davon will auch mit mir nichts zu tun haben. Ein Teil, ja, ist halt so. Und dann muss er erstmal jemanden finden, der sich dann halt mit dir austauscht. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Also, ja. Oder mit anderen Leuten sprechen, sich da das... Weil natürlich die Leute, die gut sind in deiner Nische, egal was du jetzt machst, ne, egal, die sind ja alle eingespannt, haben keine Zeit. Stell dir mal vor, du machst Autotuning. Und du willst mit JP Performance reden oder so, dass der dir ein paar Tipps gibt zum Autotuning. Ey, der hatte gar keine Zeit für dich. Es sei denn, du hast schon einen großen YouTube-Kanal und er kann ein bisschen Reichweite abgreifen, dann so also auf Augenhöhe unterhalten. Dann wird es vielleicht irgendwann mal, dass ich sage, okay, da nehme ich mir ein bisschen Zeit oder so. Aber als nur nehmen, das ist echt so. Netzwerk längerfristig aufbauen und klar, kann man sagen, ja, man kann auch irgendeinen Kurs machen und dies und das und jenes. Klar, das kann man machen, aber ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der lernt halt nicht so gut über Kurse, sondern ich brauche entweder ein Buch, ein YouTube-Video, wo ich halt locker schauen kann, was in sich zusammen abgeschlossen ist, oder zum Beispiel vor allem da lerne ich am meisten, wenn ich mit anderen Menschen spreche, und das brauche ich dann zum Beispiel. Und ganz ehrlich, jeder lernt halt irgendwie anders und wie schon gesagt, ich verkaufe euch da keinen Kurs oder so oder dass ihr jetzt irgendwie hier für 197 Franken da die Vermögensformel von mir bekommt ihr auf jeden Fall nicht, weil ihr eh alles hier, was zum Thema Finanzen angeht, auf diesem Kanal und auf meinem Blog Sparkürte völlig kostenlos bekommt und ich in keinem Moment eigentlich für jetzt zum Beispiel das, was ich hier an der Börse mache, das, was ich hier auf dem YouTube-Kanal Sparkoyote mache, was ich auf dem Blog sparkoyote.ch mache. Ich habe in keinem Moment irgendwo eine Paywall, auch in der Finanzrudel-Facebook-Gruppe. Auch da ist keine Paywall, dass ihr da irgendwie in die Mastermind-Gruppe kommt. Ich habe da keine Mastermind-Gruppe zu dem Thema. Sehr schade. Ich würde die vielleicht buchen, damit ich dann persönlichen Kontakt habe und im kleinen Kreis. Ohne Scheiß. Ich würde es vielleicht buchen, wenn ich dann halt auf dem Punkt bin, wo ich mir denke, hey, persönlich mit den Thomas einmal die Woche einen Zoom-Call zu haben und dass er mir dann Tipps gibt, zum Beispiel auch beim Pokémon-Karten-Shop-Aufbau oder auch YouTube zu verbessern oder dies oder das. Ich würde dafür bezahlen, damit ich nicht mit Hunderten oder Tausend anderen in einer Facebook-Gruppe bin, die gratis ist, würde ich bezahlen, dass ich einer von 8 oder 10 bin, und kann den Thomas dann ab und zu mal etwas fragen oder so. Also, ich finde es jetzt nicht verwerflich. Ja, und es gibt da draußen, stell dir mal vor, ich wäre in einer Mastermind mit Tony Robbins und noch ein paar andere. Zum Beispiel auch die Dirk Kräuter Mastermind finde ich sehr, sehr cool. Kostet 100.000 im Jahr. Ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber mit diesem Netzwerk, mit den erfolgreichen Leuten in der Mastermind, ich finde es cool. Also, es ist nichts Negatives. Das ist sehr, sehr cool. Und mit Tony Robbins abzuhängen oder so vielleicht zweimal im Jahr so eine Jahresmastermind, zweimal im Jahr ihn persönlich zu treffen mit 10 Leuten oder so. Ich habe ihn ja auch schon mal getroffen in so einer Halle mit, keine Ahnung, 3000 Leuten oder so. In Anführungszeichen. Er ist aber mal mir vorbeigelaufen. Ich war im Mittelgang und so. Habe coole Fotos. Auf Instagram sind, glaube ich, auch ein paar Fotos. Check die einfach mal ab. Aber trotzdem, ich finde es sehr, sehr cool. Aber es ist jeder so, wie er es möchte, ne? Und darum
In dieser Hinsicht muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ganz froh, dass ich da einfach die Reise mit euch teilen kann. Und die Leute, die jetzt vielleicht denken, ja, das, was ich jetzt hier sage, das ist absoluter Bullshit. Ich habe da irgendwie alles in den Arsch geschoben bekommen, whatever. Schaut euch bitte, ich bitte euch, schaut euch meine alten Videos an und schaut euch den Prozess an. Ich kenne ein paar Leute, Matthias, Grüße gehen raus. Der schaut sich die ersten Videos straight up durch an und hinterlässt unter jedem Video einen Kommentar und er schaut sich so zwei, drei Videos am Tag an. Und er zieht es einfach Sehr cool, finde ich cool, finde ich mega cool. noch durch. Und ich habe aktuell über 900 Videos auf diesem Kanal. Und da sieht man halt den ganzen Prozess, weil ich alles dokumentiert habe, als ich damals noch angestellt bin, bis hin zur Kündigung, wie es in den ersten Wochen und Monaten Selbstständigkeit gewesen ist, wie es dann mit der ersten Gründung gewesen ist, mit der zweiten Gründung. Wobei, da habe ich noch kein Video dazu gemacht, zur zweiten Unternehmensgründung habe ich noch nicht gemacht bei der AG, aber kommt auch noch. Und ich will damit einfach nur sagen, ja, denkt langfristig. Was ich gerade gesagt habe, ne? Renn nicht diesen Übernacht-Erfolg hinterher, den dir irgendwelche Spastis da draußen erzählen. Und versucht nicht schnell reich zu werden. Und wenn ihr langfristig denkt und vielleicht auch etwas smart an die Sache rangeht, vielleicht in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum in irgendeinem Bereich geht, kann es durchaus sein, dass ihr doch irgendwie schnell reich werdet. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, Natürlich kann es sein. Du hast einen Glückstreffer. Du bist der Erste, der halt eine Seite gemacht hat mit E-Roller oder so, E-Roller-Versicherung und so und hast die Nummer 1 Ranking. Jemand sucht E-Roller-Versicherungskennzeichen und du verdienst jedes Mal eine gute Provision und hast eine E-Mail-Liste aufgebaut. Der Erste in diesem Thema. Ja, natürlich kann es sein. Es kann natürlich sein, auch jetzt hier. Stell dir mal vor, es würden jetzt hier nochmal zusätzlich bei mir so ein paar YouTuber, die richtig große Reichweite haben, über mich berichten, über meine Business-Kenntnisse oder so. Und ich bekomme dann auf einmal von den YouTuber auf einmal 2000, 5000 Abonnenten zu, von denen oder so. Dann platzt der Kanal und dann kann man ruckzuck nochmal eine größere Reichweite aufbauen oder so. Das kann natürlich passieren. Gibt es ja hier. Knossi kennst du vielleicht. Der hatte hier, Montana Black hat irgendwie den ein paar Mal gepusht oder so. Und auf einmal ist der gewachsen ohne Ende. Dieser Glücksfaktor oder richtigen Moment am richtigen Ort kann natürlich immer dazu kommen. Aber wenn du das nicht hast, musst du es dir schon ein bisschen härter erarbeiten. Mit 25 Oder mit Fleiß erarbeiten. oder mit 24 hoffentlich oder mit 25 spätestens Millionär werden, das schafft ihr nicht, indem ihr wenig verdient. Da kann jeder euch irgendwie einen Blasentraum verkaufen, dass ihr mit Dividendenaktien, aber damit wird man nicht reich innerhalb von wenigen Jahren. Na? Das heißt, wenn ihr mit 25 solche wirklich hohen Ziele habt und die auch erreichen wollt, dann kann ich euch halt einfach nur sagen, das wird in der Regel nicht im Angestelltenjob passieren, das wird in der Regel nicht mit Dividenden. Nein, welcher Angestellte wird es denn sein, um Millionär zu werden? Das ist ja Vorstandsvorsitzende, ja, DAX-Konzern oder ja, mittlere Führungsebene in den Konzernen ist es auch meistens nicht oder so. Aber dann bist du schon echt einer von 200.000 Angestellten im DAX-Konzern oder so. Und dann, aber sonst als Angestellter, wo wirst du das? Keine Ahnung. Vielleicht im Silicon Valley. Dass du irgendwie beim Startup anfängst oder so, die bezahlen dich mit Facebook, hatte ich am, du bist jetzt einer der ersten 30 Mitarbeiter und Facebook hat dir einfach mal 10.000 Aktien geschenkt oder so, oder jedes Jahr 10.000 Aktien, wo die noch ein paar Cent wert waren oder so, bevor die an die Börse gegangen sind oder so. Ne? Oder ich kenne jemanden, der hat sich, der bezahlt sich wohl, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber habe ich gesehen, im Fernsehen, der hat bei Startups Teppiche verlegt und renoviert die Toiletten und so und lässt sich in Aktien bezahlen, macht das gratis. Und der hat dann vier Mannteile oder so und dann wo die. Das ist Millionär geworden. Also einfach nur mit Toiletten und Teppiche oder so. Ne? Die Firmen haben kein Geld für Teppiche oder so, weil das kostet ja auch richtig viel Geld und der lässt sich in Aktien bezahlen und hofft, dass dann die Unternehmen was wert werden. Ja, auch ein geiles Geschäftskonzept, oder? Dividendenaktien oder ETF-Sparplänen passieren, sondern das wird im Unternehmertum und in der Selbstständigkeit passieren. Wenn ihr langfristig paar Millionen oder eine Million aufbauen wollt, über 10, 20, 30 Jahre, dann sind Dividendenaktien, ETFs und Co. auf jeden Fall the way to go, weil ich mache das auch, weil ich nicht nur, ich sage jetzt mal, schnell reich werde durch meine Unternehmungen und meine selbstständigen Projekte, sondern halt eben auch langfristig vermögend bleiben möchte und auch
nochmal das nächste Level durchschreiten möchte. Und darum investiere ich auch an der Börse, unter anderem in Dividendenaktien, in Wachstumsaktien und Co. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen ein paar Fragen beantwortet, die euch im Kopf rumschwirren. Und wer immer noch denkt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Also, Video geht zu Ende. Ja, ein paar Fragen beantwortet. Sehr coole Motivation, oder? Vielleicht auch für dich eine coole Motivation, dass du es schaffen kannst. Er war angestellt, hat noch keine 25 oder was. Und Richtung 1 Million Vermögen. Ja, geiles Video. Mein Name ist Michael Kurzer, ich bin Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus. Ciao.